So, wir wollen weitermachen. Wir bestimmen jetzt die Extrema. Und ich habe diesmal nur ein Extremum. Der erste Abweichungsfunktion setzt man gleich 0 und hoffe ich, dass sie ungleich 0 wird bei der zweiten Abweichungsfunktionswert. Ja, ich setze jetzt die erste Abweichungsfunktion gleich 0, spiele hier nur die Zähler eine Rolle. Das heißt, ich habe dann xe ist gleich 2, weil aus diesem Zähler minus 2x plus 4 gleich 0 habe ich x gleich 2. Was ist denn das für eine Art des Extremums, Maximum oder Minimum? Setze ich in die zweite Ableitungsfunktion und dann muss man nicht bis zu Ende rechnen, muss man nicht den Wert bekommen, sondern man kann schon jetzt bei der ersten Schritt sehen, ob das Minus oder Positiv oder anders. Ja, das hat man negativ, das bedeutet, das ist ein Zeichen dafür, dass das Extremum ein Maximum ist. Ich will jetzt den Funktionswert bestimmen, ich setze wieder xe in die Funktion ein, dann hat man 2 geteilt durch e hoch 2. Also dann hat man hoch. War? Frage? Frage, Michelle? Und jetzt nach Extremum, das kann man natürlich erstmal Wendepunkt bestimmen, aber was noch mit der ersten Ableitungsfunktion zu tun hat, ist, glaube ich, nur noch Monotonieverhalten. Stimmt's? Monotonieverhalten. Ich ziehe jetzt gleich eine Zahlengerade und schreibt dann hinzu eigentlich XU manchmal und Stetigkeitsstelle ist aber hier nicht vorhanden. Da brauche ich nicht, was ich jetzt schreiben muss, ist nur Xmax. Ja, links von Xmax, das ist hier eine 2. Links von Xmax eine Probe zum Beispiel bei x gleich 0 und rechts von Xmax eine Probezahl von, keine Ahnung, 10. Ich setze jetzt diese ganzen Probezahlen in die Funktion. Erste Ableitungsfunktion von x. Probe. Probe. Wenn ich dann jetzt die erste Ableitungsfunktion an der Stelle von 0, dann hat man hier also minus 2 mal 0 plus 4, das heißt, ich habe 4 geteilt durch e hoch 9, eine Zahl größer als 0. Das heißt, jetzt liegt hier eine wachsende Monotonie. So quasi so, ja, wächst, 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 erreicht jetzt das Maximum. Okay. Und wenn man dann noch einmal probiert, bei x gleich 10, die erste Ableitung an der Stelle 10. Ich setze nochmal hier minus 2 mal 10. Das heißt minus 2 mal 10 plus 4 dadurch e hoch 10. Dann hat man eine Zahl, die kleiner als 0 ist. Ja. Also hier. Wahrscheinlich sieht das so aus. Ja, ich kann leider nicht jetzt weitermachen, weil ich weiß gar nicht, was passiert da. Also nur in der Umgebung von dem lokalen Maximum habe ich so weit interpretiert. Okay, Monotonieverhalten, dem wird gefolgt von natürlich wenn. Ich schreibe jetzt bewusst Wendepunkte, weil ich habe, glaube ich, mich erinnern, es gibt wahrscheinlich zwei Wendepunkte. Aber ich kann das vielleicht unrecht haben. Probieren Sie und benoten und abonnieren. Okay? Wendepunkte. Und danach Nutzungsverhalten.